Herzlich willkommen zum heutigen Teufelstalk. Wir senden heute aus dem schönen Gasthaus Ketter in Hart. Bei mir zu Gast muss ich, glaube ich, nicht vorstellen, Dominik Schmidt, Kapitän des Alplatze Hart. Dominik, als erstes muss ich sagen, es tut mir schrecklich weh, wenn ich dich so sehe. Deine letzte Verletzung ist erst seit November auskuriert, Wahnsinns-Comeback gefeiert und nun der nächste Rückschlag. Wie geht es dir momentan und was ist passiert? Ja, ist natürlich sehr bitter, wie du siehst. Gerade erst von der Verletzung zurückgekommen, wieder in die Mannschaft gefunden und jetzt schon wieder eine schwere Verletzung. Ist natürlich ein herber Rückschlag für mich, aber ich gebe nicht auf und schon nach vorne und hoffe natürlich, dass es schnell wieder verheilt. Passiert ist das Ganze beim Nationalteam, beim Spiel gegen Chile, bei der Weltmeisterschaft. Bei einer Angriffsaktion habe ich mir leider die Schulter luxiert und alle Bänder abgerissen und das hat man dann natürlich operativ wieder flicken müssen und ist jetzt schon wieder eine gute Woche her, wo man es gerichtet hat. So wird Gott sei Dank eigentlich ganz gut, keine Schmerzen mehr. Schaue ich nach vorne und hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich wieder verheilt. Die Verletzung schwerer als zuerst vermutet? Ja, ich habe schon im ersten Moment gedacht, dass irgendwas Gröberes ist, weil das merkst du ja auch. Mittlerweile kenne ich meinen Körper ein bisschen und weiß, wie sich eine Verletzung anfühlt. Und direkt nach dem Spiel hat dann der Mannschaftsarzt gleich gesehen, dass die Schulter luxiert ist und die Bänder ab sind. Und deswegen bin ich dann noch gleich zurückgeflogen und habe dann bei uns, bei Michi Fink, beim Mannschaftsarzt, noch nähere Untersuchungen gemacht. Und er hat dann auch gesehen, dass man es operieren muss. Und da ist dann alles schnell gegangen. Und bin natürlich auch froh, dass wir da so gut betreut sind medizinisch und dass alles so reibungslos abgelaufen ist. Okay. Wie lange müssen nun die Alpler HC Hart-Fans auf Dominik Schmidt verzichten? Ja, wenn ich das wüsste, das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich nicht allzu lange, aber es braucht natürlich seine Zeit, bis wieder ausgeheilt ist. Und mein Ziel ist einfach, dass ich wieder bei den wichtigen Viertelfinalspielen dabei sein kann oder auch im Cup-Final vor, wenn wir das erreichen. Auf das trainiere ich dann an und hoffe, dass ich der Mannschaft die Saison hoffentlich nochmal helfen kann. Das hoffen wir alle. Lass uns ein wenig zurückblicken. Eigentlich lief ja alles perfekt. Wieder fit zurückgekommen, die Bänderverletzung überstanden, auf den WM-Zug aufgesprungen, gute Leistungen gezeigt bei der WM und dann innerhalb weniger Sekunden gegen Chile war alles vorbei. Hast du gleich gemerkt, dass etwas nicht stimmt, dass das Turnier für dich ab diesem Zeitpunkt vorbei sein wird? Ja, wie schon erwähnt, ich habe eigentlich sofort gemerkt, dass da irgendeine schlimmere Verletzung ist, weil das Schlüsselbein ist doch ausgerenkt und wieder eingerenkt worden und dann habe ich gleich angegriffen und dann bin ich auch liegen geblieben und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einfach ohne Grund liegen geblieben auf dem Spielfeld. Da muss schon eine gröbere Verletzung sein und wie gesagt, der Mannschaftsarzt hat gleich gesehen, Schlüsselbein luxiert und das muss man operieren. Von dem her war das ziemlich schnell und rasch und auch eindeutig, dass das Turnier dann für mich leider vorbei war, frühzeitig. Du hast ja dann von zu Hause aus weiterhin mit dem Nationalteam mitgefiebert. Wie zufrieden bist du mit der WM aus österreichischer Sicht? Ja, ich denke, wir alle können zufrieden mit der WM sein. Da haben wir einfach nicht unsere Leistung abrufen können und ja, teils auch sehr schlecht gespielt und das zeigen nur die Ergebnisse und dann waren wir natürlich nur im President's Cup. Ich denke, vor allem das Spiel gegen Chile war ausschlaggebend. Da haben wir uns viel mehr erhofft und wollten den Sieg natürlich und dass wir dann da so untergegangen sind, das war ja, ein rabenschwarzer Tag, würde ich mal sagen, vor uns, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ich denke, jeder Österreicher, auch die Fans sind enttäuscht, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber es war doch das erste Turnier für viele junge Spieler auch. Und ich hoffe, wir lernen daraus und nehmen noch einiges Positives mit, auch wenn es nicht so verlaufen ist, wie wir uns erhofft haben. Und wir alle blicken jetzt gespannt auf die Heim-EM 2020 entgegen. Und hoffen natürlich, dass wir das Turnier dann besser abschließen können. Du hast mir eine Antwort schon fast gegeben. Trotzdem möchte ich ein bisschen näher noch auf einen Punkt drauf eingehen. War vielleicht diese Chile-Niederlage psychologische für manche Spieler nicht mehr zu verarbeiten? Ja, das ist natürlich immer schwierig im Sport, wenn man so eine Niederlage wegstecken muss. Man setzt sich vor so einem Turnier natürlich Ziele, auch hohe Ziele und will sehr viel erreichen und wir haben gewusst, dass das Spiel gegen Chile eines der entscheidenden Spiele sein wird. Vor allem, weil danach mit Dänemark und Norwegen zwei extrem schwere Gegner noch gekommen sind. Von dem her ist das sicher auch eine Kopfentscheidung. Aber ich denke, man hat da teilweise gegen die Mannschaften wie Norwegen und Dänemark dann gute Leistungen entsorgt. Und wenn man einfach die Leistung im Chile-Spiel gebraucht hätte, wäre, glaube ich, mehr drin gewesen.
Wie können sich die Zuschauer oder wie kann man sich als Zuschauer die Stimmung in der Mannschaft vorstellen nach doch so einer unerwarteten Niederlage, was die Stimmung in der Mannschaft betrifft? Ja, ich war natürlich nur noch nach dem Chile-Spiel dabei und bin dann direkt am nächsten Tag abgereist, aber da war die Stimmung schon ziemlich down. Jeder war enttäuscht. Ich denke, man kann es so vergleichen wie mit einer verlorenen Meisterschaft da, weil doch sehr viel dran gehängt ist und man wollte in die Hauptrunde bei einer Weltmeisterschaft unbedingt. Deswegen war das schon ein herber Rückschlag und direkt nach dem Spiel war man sehr enttäuscht und hat natürlich keinen Grund eigentlich gehabt, dass man jetzt irgendwie feiert oder so, sondern jeder war einfach down und hat probiert, die Niederlage zum Verarbeiten. Aber trotzdem haben wir schon müssen, dass wir so schnell wie möglich das auch wieder aus dem Kopf kriegen, weil am Tag darauf war schon wieder das nächste Spiel. Das geht bei einer Weltmeisterschaft sehr schnell und da darf man sich dann nicht allzu lange mit so einer Niederlage befassen. Das haben wir auch im Team angesprochen und geschaut, dass wir den Kopf wieder frei kriegen. Aber ich denke, das ist nicht so leicht, wie man es sieht und ist natürlich auch nicht, glaube ich, ganz gelungen. Stichwort leicht. Hat man das Spiel gegen Chile vielleicht auf die zu leichte Schulter genommen? Das glaube ich eigentlich nicht. Jeder hat gewusst, um was es geht. Und wir sind schwer ins Spiel hineingekommen und haben dann eigentlich vor der Halbzeit nochmal geführt sogar. Sind mit plus eins in die Halbzeit und haben gleich plus zwei gemacht. Aber dann war natürlich ein kompletter Einbruch in der zweiten Halbzeit. Und ich denke, das muss man nochmal genau analysieren oder das Trainerteam, was da denn genau passiert ist. Weil, dass man dann so untergeht, das, ja, man kann Spiele verlieren, aber das war dann doch auch eine herbe Niederlage für uns alle. Wie auch schon von dir erwähnt, in einem Jahr steht bereits die Heim-EM vor der Türe. Die WM muss ja daher eigentlich möglichst schnell verarbeitet werden und aus den Köpfen raus. Ich würde gerne von dir wissen, was deiner Meinung nach geändert werden muss, um bei der Heim-EM zu zeigen, was wirklich in dem österreichischen Nationalteam steckt. Ja, ich denke, wir müssen einfach auch aus den Fehlern lernen, was wir jetzt bei dem Turnier gemacht haben. Und andere Einstellung her, vielleicht körperlich, dass man nochmal der ein oder andere Spieler was zulegt, weil es doch international nochmal ein anderes Niveau ist, wie jetzt in der Spuso-Liga. Wir müssen einfach alle top fit sein. Wir müssen natürlich schauen, dass alle Spieler auch fit sind. Wir haben jetzt auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt und einfach schauen, dass wir wieder eingeschweißte Truppe werden. Ich denke, da sind die nächsten Lehrgänge ganz wichtig, dass wir da auch sehr viel innerhalb von der Mannschaft machen. Mal Teambuilding-Event oder so was, dass wir einfach wieder eine eingeschworene Truppe werden. Und ja, ich denke, dass denn vieles möglich ist. Heim-EM ist doch was sehr Besonderes. Das müsstest du wissen, Michi, oder? 2010 warst du selber dabei und sowas ist nochmal ganz was anderes. Und ich denke, da freut sich jeder jetzt schon drauf und hofft natürlich, dass man dann auch dabei ist als Spieler. Das heißt, mit den Fans, mit den eigenen Fans im Rücken ist durchaus einiges möglich. Ja, das ist bestimmt der Heimvorteil, das sieht man jetzt so bei der WM, bei den Deutschen macht sehr viel aus im Handball und das pusht einen dann nochmal noch mehr und ich hoffe, dass uns das dann zu Höchstleistungen pushen wird, dass wir die Hauptrunde erreichen werden. Perfekt. Dominik, ich sage vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, nicht nur ich, sondern die ganzen Alpla-HC-Hard-Fans und alle wünschen dir eine möglichst schnelle und rasche Genesung und dass wir dich hoffentlich bald wieder mit Höchstleistungen auf dem Parkett sehen. Das hoffe ich auch, ja. Danke. Danke. Das war's für heute beim Teufelstalk und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Sporthalle am See.